jetzt auf dem Weg zur Anschlagmatte. Okay. Es war gerade Julia Taubitz, die fährt gerade hier durch Staffel durch. Staffel bedeutet, dass oben ein geschlossenes Tor ist. Sie hat jetzt das hier getroffen, jetzt geht oben das Tor auf, der nächste fährt los. Und es fahren immer eine Dame, ein Herr und ein Doppelsitzer. Und da wäre praktisch die Zeit addiert und letztendlich der, der die geringste Engzeit hat, der gewinnt dann. Das ist ganz einfach. Auch für Sie heißt es natürlich, den Lauf richtig gut runterbekommen und auch das Touchpad richtig auslösen. Weil wenn man das Pad nicht trifft, geht oben das Tor nicht auf und wenn das Tor nicht aufgeht, darf man nicht losfahren. Jetzt kommt die Nathalie zum Touchpad unten und müsste auslösen. Wenn das Sinn hat, wir haben das Visier knallen gehört, also sie geht hier zu uns und jetzt geht uns die Bahn. Felix Loch, der Olympiasieger. Und der Felix ist unterwegs, der natürlich diese Bahn im Griff hat, wie eigentlich kein Zweiter. An dieser Stelle darf ich auch ganz, ganz herzlich danken. Und Felix Loch geht ins Ziel und jetzt kommen Wendel Alt. An dieser Stelle darf ich auch ganz herzlich begrüßen von der Nationalen Anti-Doping-Agentur drei junge Damen und Herren, die heute Dopingproben nehmen. Auch im Rodelsport ist das notwendig, weil auch hier die Fairness natürlich ganz vorne steht. So, Wendel Alt sind unterwegs. Felix währenddessen im Ziel. Schauen wir uns das skeptisch an, müsste eigentlich, schaut nicht ganz so schlecht aus. Als Wendel Alt müssen das natürlich jetzt runterbringen. Und es reicht dicke! Mit 3/10 Vorsprung haben wir einen Sieg und der Sieger geht nach Bayern und so viel Patriotismus sei mir erlaubt. Da sind sie, Weltmeister, bayerische Meister, deutsche Meister und Olympiasieger. Nathalie Geisenberger, Felix Loch und Tobias Wendel und Tobias Alt. Ich bin